Judicium, I, Neutrum, Gericht, Prozess, Rechtspflege, theologisch Praios auch die Transformation und Anwendung des reinen göttlichen Rechts auf derische Sachverhalte, siehe auch Jus Divinum, Handwörterbuch Bosvaranum Cariti, Ausgabe des Sesindetempels zu Gareth, neuzeitlich. Die Schiffsglocke klingt und ihr werdet nach oben gerufen. Ihr habt die Nacht über geschlafen oder euch mit anderen Dingen beschäftigt, doch dann geht die Sonne auf und ihr tretet entweder aus euren Kajüten oder aber eurem kleinen Tempel. Und als ihr dann an das Tageslicht, an die Reling herantretet und von oben Hasswolf mit seinem Holzbein erkennt, könnt ihr auch Chandraskan erkennen. Ihr habt diese Insel bereits einmal umrundet, doch etwas hat sich verändert. Ihr könnt eine große, rauchende Fackel erkennen, die von einer Seite des Dschungels, ungefähr 10 Meilen von euch entfernt, aufragt. Na, endlich. Hasswolf, wir müssen einen guten Platz zum Anlegen suchen. Ja. Angroschminia braucht wohl die Schmieder am Festland. Willst du mich verarschen, Junge? Das ist das Kriegsgebiet. Ich will dich nicht verarschen, aber unser Schiff ist in einem miserablen Zustand. Und wenn wir wollen, dass er ersatzweise wieder durchs Sturm kommt, dann müssen wir sie ihre Arbeit machen lassen. Meinst du wirklich, dass es so wäre, dass er ein Nottod? Na gut, ich... Kapitän! Ich sage nur, was Angroschminia gesagt hat. Und wenn sie es für nötig befindet, ist es wichtig. Captain, ich empfehle keinen Landgang. Wir verlieren sonst die Schmiede, wenn wir angegriffen werden. Angroschminia! Komme! Ich empfehle, dass wir, wenn wir die Schmiede aufgebaut haben, dieser Pöre mit zum Land nehmen und sie dort die Hornissen aufbauen lassen. Was ist denn, Kapitän? Kleine Stellungen. Wie steht's um das Schiff? Nicht gut. Wie lange werdet ihr brauchen für die Reparatur? Naja, ich kann hier wenig tun. Also wir haben halt schon Holz aus Sinoda bekommen, aber wenn wir das wirklich jetzt verstreben wollen, dann würde ich da schon wirklich einen Amboss aufbauen. Das ist das, was ich Diamantis gesagt habe. Wie lange ist halt egal wo. Ich kann das taktisch nicht abschätzen. Wie lange braucht ihr dafür? Ich würde sagen, ein Tag. Ein Tag mit Schmiede. Ich kann es dann richtig einheizen. Ja, Kapitän, wenn die wirklich am Ende hinter uns her sind. Wir werden hier keine Reparaturen durchführen. Wir werden das in Sinoda tun. Kapitän, wir haben Sapeure dabei. Sie können eine vorgelagerte Stellung aufbauen. Wir können uns auch am Land verteidigen. Können Sie gegen Belharpaktien nicht halten? Ein stechender Schmerz fährt durch deinen Kopf. Warum warten wir überhaupt auf so etwas? Und wir interessieren uns für so etwas. Dies kann warten. Dies ist unwichtig. Wie eine Schneide. Wir haben eine Bestimmung und der haben wir nachzugehen. Also, Hasswolf, halt das Schiff in Betrieb und unter vollen Segeln. Kreuzt, wenn nötig. Werde ich so tun. Das Schiff gehört wieder mir. Habt ihr mal durch das Fernrohr geguckt? Sieht mir aus wie ein ehemaliger Piratenhafen. Den haben wir nicht gesehen, der war gut getarnt, aber jetzt brennt er lichterloh. Fragt sich nur, wer das war. Nun ist es wahrscheinlich unser Erzfeind, der dort eingelandet ist. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also gut, soll ich uns auch darauf zusteuern oder im Abstand? Was hättet ihr gern? Ihr sollt Abstand halten. Greift nur an, wenn ihr angriffen werdet. Die Tobolskirche hat sich wenige Meter von uns entfernt, sodass wir uns mit den Segeln nicht verheddern, aber der Sonnenmarschall ist jetzt noch hier, ja? Ja. Gut. Also gut, dann segel ich erstmal weiter drauf zu. Halbe Stunde, das ist so richtig verstanden. Captain, wir werden keinen Außenposten errichten. Wir werden keinen Außenposten errichten, nein. Für ihn sind deine Männer bereit? Ja. Gut. Aber sie kennen das Gelände nicht. Du wirst sie führen müssen. Fuchsecker! Marix Fuchsecker, ja. Wir brauchen einen Führer. Nehmt euch an der Maraskana. Ja. Nehmt euch an der Maraskana zur Seite, ihr werdet unser Kundschafter sein. So verstanden, Kapitän. 1-0. Ich komme da mal immer ein bisschen durcheinander. Des Weiteren. Sobald wir alle übergesetzt sind, wird eine Handvoll Dukaten-Gardisten sich an einigen Seemännern an den Strand begeben, um auf die Boote aufzupassen. Werden sie angegriffen, ziehen sie sich zurück.
So verstanden. Gut. Wissen alle, was sie zu tun haben? Nein. Dann zu den Booten. Ja, ihr könnt so die Boote bereit machen und weiter auf Yandraskan zusegeln. Näher und näher kommt ihr neben euch immer noch den Schatten. Könnt ihr spüren, die Dogutzgisch, wie sie euch begleitet, auch wenn der eigene Sonnenmarschall bereits neben euch ist. Je weiter und weiter kommt ihr und Hasswolf lässt einen Kurs bereit machen, der eben nicht direkt auf das große, prickelnde Feuer oder die Rauchwolke zusetzt, sondern grob 2 Meilen davon entfernt. Und dann liegt ihr ungefähr noch 500 Meter von der Küste entfernt. So, wollt ihr jetzt runter oder wie? Das war der Plan. Gut. Soll ich Segel rausnehmen oder wie hättet ihr es gerne? Ihr sollt kreuzen. Kreuzen. So verstanden. Gut, dann macht euch mal bereit. Ihr werdet mehrere Male fahren müssen, wenn ihr jetzt die ganzen Trollys mitnehmen rüber wollt. Wollt ihr die Ersten sein oder wie? Es wäre ganz gut, wenn Rafim der Erste wäre und ich als Letztes fahren würde. Mit der letzten Fuhre Trollzacker. Ah, okay. Wir sorgen, dass dann der Platz zum Anlegen sicher ist. Und so geht's hinüber. So geht es hinüber. Ihr wolltet Mareks Fuchsecker mitnehmen und 2 Maraskaner, oder wie wir? Sie sollte sich einen raussuchen. Dann nimmt sie Tigrech mit. Echt guter Mann. Der Beste. Bald ist er tot. Okay. Dann fahrt ihr mit den ersten paar Ruderbooten hinüber. Mareks Fuchsecker wird natürlich mit einer der ersten sein. Auch der Maraskaner, die dann anlanden, sich dann im Gebüsch abknien. Und wenn ihr dann selber nach und nach runter rübersteigt, könnt ihr schon erkennen, wie Tigrech wohl auf seiner Hand spielt. Da wohl ein bisschen Grashalm oder so. Jalan, du erkennst es, wie sich die Blätter im Wind herumwiegen. Es ist wohl Messergras oder Jagdgras, wie man das viel eher nennt. Das sind 2 verschiedene Dinge. Ja, bei den Orks heißt es Messergras, aber hier bewegt es sich heimtückisch und zerschneidet trotzdem und greift in dein Fleisch. Zumindest spielt er gerade damit herum. Nun, er wird's schon merken. Ja, ihr könnt euch dann vom Boot abknien, im Gebüsch irgendwie sammeln. Der Strand ist hier gar nicht so sehr groß, sondern direkt dann eben mit Grün bedeckt, was dann eben auch dafür gesorgt hat, dass die Piraten ihre kleine ehemaligen Hafen, so sehr groß war er nicht, hier verbergen konnten und ihr ihn beim ersten Mal nicht gesehen hattet, sondern einfach dran vorbeigefahren seid. Und dann könnt ihr die Boote wieder ablegen und ja, machen sich wieder auf zu Drachentöter. Die erste Fuhre von Trollzackern wird eingeladen, während ihr dort wartet im Schatten. Ich bin es nicht mehr gewohnt, diese Rüstung zu tragen. Aber mir schau mal, der Riemen hinten ist schief. Ich zieh mal diesen Riemen glatt und verschieß ihn. Ja, danke. Währenddessen könnt ihr erkennen, wie weitere Boote sich auch von der Dogulgischt nach draußen begeben und Sonnenlegionäre ebenso hinüberrudern. Euch folgend. Ah, Marschall. Guten Morgen erst einmal. Guten Morgen, da bin ich. Wir werden schon in der Nachhut hier die Boote sichern lassen und uns dann das Innere der Insel begeben. Wir haben 2 Kundschafter, die den Weg für uns hoffentlich finden werden. Was machen wir mit den Ruinen? Lassen wir sie gewähren? Schauen wir uns das an? Wie hättet ihr es gerne? Captain? Wir sollten die Ruinen Ruinen sein lassen. Das ist nicht unser Ziel. Er hat recht. Unsere Bestimmung führt fort von hier. Also gut. Warten wir auf all die Anwesenden, oder? Wir warten auf unsere Leute und gehen los. Rucksäcker, macht euch schon mal auf den Weg. Jawohl. Geht keine unnötigen Risiken ein. Tigrech, komm mit. Notfalls hört auf Tigrech und fragt dann nach. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Sekunden können auf dieser Insel fürs Überleben entscheidend sein. Die Welt ist schön, aber tödlich. Woran wird sie aussortieren?
Und damit gehen sie los. Und nach 5 Metern sind sie im Dickicht verschwunden. Nun wird sich zeigen, ob sie der Herausforderung gewachsen sind. Voltax, du kannst hören, wie Hasswolf neben dir knurrt. Hasswolf, was ist los? Gar nicht gut. Er gibt dir sein Fernrohr und deutet auf die Insel Atlaskan, die ihr eben umfahren seid. Ich würde mal durchgucken. Achte auf die Spitze, die letzte Landzunge. Du siehst Schiffe mit roten Segeln. Sind das? Oh je, das ist in der Tat nicht gut. Was schlagt ihr vor? Kapitän sagte kreuzen. Die sind zu dritt. Wir sind zu zweit. 2 schnelle Talucken und eine Transportpotte. Wir sind in 1 Stunde hier. Ich sehe. Nun, ich glaube, eine Konfrontation können wir an dieser Stelle nicht riskieren. Nun, was schlagt ihr also vor? Ich würde sagen, du setzt dich gleich in die Boote. Die meisten der Treuzacker sind dann weg, aber wir können eben auch nicht... Ich habe zwar noch die Pioniere hier, aber... Ja. Nun, es ist wohl besser, kein Gefecht zu riskieren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, vor allem, was soll ich hier verteidigen? Wie gesagt, das sind 2 schnelle Talucken und die haben eine Potte. Die können uns auf alle Fälle in die Zange nehmen. Und ich weiß nicht, ob ich mich auf die Dogogisch verlassen kann. Nein. Wir haben unsere Soldaten jetzt zumindest von Bord gebracht. Wenn die uns entern, sind wir tot. Ich sehe es ähnlich. Wir müssen trotzdem einen Punkt finden, an dem ihr uns wieder aufsammelt. Genau hier werde ich euch wieder aufsammeln. Sehr gut. Dann verfahren wir so. Auf euch auf, Hasswolf. Tja, bei der Alarpaktierer, ne? Naja, hilft ihnen aber trotzdem nichts, wenn sie im Grund des Ozeans liegen. Jetzt weiß ich, warum man die Namen nicht aussprechen soll. Tut weh, oder? Morenus hat das eben auch gemacht. Dachte mir noch Idiot, aber... Ja, ziemlich blöd von ihm gewesen, aber naja. Besser, wir reizen das nicht übermäßig aus. Lieber nicht, bleiben wir bei Changa. Ja. Damit grinst er und deutet dann auf die Boote, die dir gerade wieder entgegenkommen. Die Holzacker schubsen sich gerade so ein bisschen und wollen wohl als erstes von der Insel, aber Stierkopf-Schaman schaut dich dann eben auch an. Ja, ich würde gerne eine Heilkunde Seele würfeln, um die Trollzacker ein bisschen zu beruhigen. Doch so, wir freuen uns auf Schlachten, endlich wieder Schoren abschneiden. Ich komme, einen Moment, lasst mich einmal... Nun müssen Sie möglichst allein lassen. Genau, das macht ihr, aber es ist wichtig, dass wir herausfinden, wen wir leiden lassen. Also, ich sehe euch alle an und ihr habt alle richtig Spaß. Aber ihr müsst auf das Wort des Chorsul hören. Denn nur der Chorsul sieht, wer zum Leiden bestimmt ist. Ja. Dürfen wir Herzen rausreißen, Chorsul? Ein paar, ja. Von den richtigen Leuten. Ja. Ah, wir machen das schon. Da bin ich mir sicher. Ich sage euch es dann. Der König ist als erstes gefahren. Scheiße. Der König musste aufpassen, dass auch alle sich benehmen, wenn die drüben sind. Ja. König von Talf. König von Talf. Und ich fahre als letztes mit euch. So. Ja. Und dann würde ich mich mit Stierkopf-Schamane von den anderen rudern lassen. Okay. Dann kannst du dich eben so in das Boot setzen. Es ist unglaublich eng. Du wirst irgendwo zwischen die Treuzacker gequetscht. Die stinken nach Schweiß, nach Ölen, nach Waffenrost. Und ihre neuen Rüstungen quietschen erbärmlich, während sie rudern, das Wasser, was reinspritzt, das salzige Wasser. Und dann verlierst ein bisschen die Orientierung, gibt es einen kleinen Ruck und das Boot läuft auf. Aussteigen, Schlachten! Aussteigen, Schlachten! Los, los! Raus mit euch! Damit ergießen sie sich in den Dschungel. Und du kannst auf die andere treffen. Aber wir haben ein Problem. Ich sehe schon, du hast deine Männer nicht unter Kontrolle. Nein, darum geht es gerade nicht. Warte einen Moment. Voltax, Rafim, ihr müsst die zusammenhalten. Wenn sich einer von denen entfernt, ist der tot. Das macht Rafim. Formation, Junge! König! So, nun, sprich.
Seht ihr Atlas Khan dort hinten? Hm. Schaut einmal auf die Landzunge, diesen letzten Zipfel. Seht ihr, was dahinter hervorkommt? Ist das ein Boot? Es ist nicht nur eins. Ich habe ein Fernglas. Scheiße. Das sind rote Segel. Zeig dann mal. 3 Stück insgesamt. Nur ich hoffe, Hasmus ist schlau genug, dieser Schlacht zu entgehen. Ja, das was hast du ihm aufgetragen. Genau das, was Abe mir gesagt hat. Er soll uns hier wieder abholen, wenn wir ihm ein Signal geben. Aber ansonsten soll er diese Schlacht vermeiden und sich nicht in die Zange nehmen lassen. Gut. Und das Ziel ist klar? Ja. Dann auf. Warte. Wir sollten wohl auf unseren Kundschafter warten. Ja, er hat nicht unrecht. Wenn wir jetzt nämlich ziellos in den Dschungel marschieren, findet sie uns nie wieder. Nun gut, warten wir. Wir sind schneller dort, indem wir warten. Es klingt seltsam, ist aber so. Vielleicht sollten wir uns aber auch vom Strand wegbegeben. Ja, auf jeden Fall. Die Trollzocker sollten in den Dschungel gehen. Nicht, dass sie sehen, mit wie viel Mann wir hier aufwarten können. Derweil könnt ihr erkennen, wie sich eure eigenen Segel wieder blähen und Hasswolf Fahrt gibt. Was machen die Prioten? Das Priotenschiff? Die geben ebenso Fahrt. Die halten sich an eure Drachentöter. Nun, das ist also Maraskan. Technisch gesehen Yandraskan. Es ist die gleiche Flora und Fauna, oder? Ja. Nun, also ist es Maraskan. Du gehst in den roten Farnsträuchern fast unter, drehst dich zur Seite, nach oben in den Himmel. Du kannst dir hören, wie die Affen über dir keckern, wie die Vögel singen und so etwas wie eine Normalität vortäuschen. Oh, es ist eigentlich ganz schön hier. Kaffeem? Ja. Du solltest ihn auf deinen Schultern tragen. Das ist doch nicht nötig. Sumu hält ihre schützende Hand über mich. Und wenn das Messer gerade sich im Gesicht erwischt, bist du blind. Das wird es nicht. Hm. Auch das Messergras ist ausgeformter Humus und der Humus wendet sich nicht gegen mich. Gegen euch vielleicht, aber nicht gegen mich. Ich bin ein Priester Sumus. Deine Wahl. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, die Männer in Formation zu halten. Von der Formation kannst du dich im Dschungel sowieso verabschieden. Naja, ich will zumindest nicht alle im Dschungel schon verlieren. Würfelt mal eine Sinnesschärfe-Probe, alle außer Boltax. Sinnesschärfe ist ein Mirakel-Plus-Talent für mich. Ade. Die habe ich auch gebraucht. Hm. Wie viele Entrückungen hast du mittlerweile eingesammelt, Jolan? Wie viele was? Wie viele Entrückungen? 68 Punkte. 68, ein Streiter der Götter. Ein gleißendes Lohefeuer. Zumindest für die Niederhöllen. Ja, dann sieht tatsächlich weniger determiniert aus, als es noch auf Dilas Khan war. Dafür eher angespannt, aufgeregt, getrieben, könnte man vielleicht sagen. Schaut beständig in Richtung des Dschungelinnerns, als würde irgendetwas suchen, von dem ihr alle wisst, dass man es nicht sehen kann. Und dein aufmerksamer Blick kann es identifizieren, die anderen können es ebenso sehen. Während Boltax in dem hohen Gras steht zwischen den Fahnen, er hat das selber wohl noch gar nicht bemerkt, aber an seinem Rücken klebt das erste von den sündhaften Gräsern. Nee, kann's gar nicht, durch den Trank des ungehinderten Weges. Wie gut, dass das eine lebende Pflanze ist. Ja. Mit einer eigenen Intelligenz. Ebenso wie dich Tiere angreifen können. Das ist richtig. Aber ich kann ohne Schaden durch jede natürliche Vegetation streifen. Es ist keine natürliche Vegetation. Ja, ich glaube, wenn es sich bewegt, zählt es nicht mehr als Vegetation. Also wenn es mobil ist, zählt es nicht mehr als Vegetation. Es ist regeltechnisch eine Pflanze, aber es ist keine Vegetation, die... Es ist einfach... Es lebt. Oder vielleicht setzt es sich halt fest, aber macht keinen Schaden? Doch. Na gut, anyway. Boltax, warte einmal. Ich zücke mal in Dolch und... Vorsichtig damit. Löse vorsichtig diese Pflanze von seiner... Haut? Rüstung? Ich hab meine Kretan-Rüstung an. Und so eine Rüstung dann. Ja, ich fange auch an, die Schwachstellen meiner Rüstung abzuprüfen. Ja, schön hier. Ihr solltet etwas aufpassen. Ihr solltet froh sein, dass es nur eins ist.
Oh, da passiert schon nichts. Hütet euch besonders vor den Insekten hier. Ja, ja, dann ihr werdet uns führen müssen. Ihr wart ja schon öfter hier. Wir sind wieder da. Ja, sprecht. Du kannst sehen, wie Tigreich neben dir auftaucht. Bruder, Schwester, Janan, du hast da Jagdgras. Ich schaue hin, wo er hinzeigt. Das ist Jagdgras. Wo? An deinem Ellenbogen. Beim Ellenbogen? Da ist ein Kettenhemd drüber. Es hat sich hindurchgefressen. Ich reiß es einfach raus. Du musst aufpassen. Das friert viel mehr von hier im Inneren. Ich weiß. Passt auf, wo ihr hintretet. Aber wir haben was gefunden. Ein paar Leichen. Wahrscheinlich Piraten. Abgeschlachtet. Wie weit von hier? Ungefähr 500 Meter in die Richtung. Und sonst wir doch vielleicht mal der Spur. Wir haben einen kleinen Trampelpfad gefunden. Gut, wir folgen euch. Und viel Blut. Wir folgen euch. Hervorragend. Das Leben ist schön. Komm mit. Achtet auf eure Arme und Beine. Das Zeug kann sich von überall heransetzen. Dann eine Wildnislebenprobe bitte. Plus 15. Erleichtert um Maraskrankunde. Ja, und erschwert um 7, weil es ein weder Miracle Plus noch Miracle Minus für mich ist. Kann ich einfach gar nicht erst würfeln? Du kannst auch gar nicht würfeln, aber es ist natürlich wichtig, wie viel Jagdgras an dir kleben bleibt. Du hast recht, okay. Erschwert um 15 und noch mehr erschwert um 7 sind 22. Maraskrankundig gibt 3, nicht wahr? Ja. Also haben wir 19. Gibt Dschungelkundig irgendwas? Die Hälfte. Also bringt mein Trank mir irgendwas? Nein. Weil das, wie gesagt, eine lebende Pflanze ist. Okay. Wenn es eine lebende Pflanze ist, also ein eigenes Bewusstsein hat, kann ich hier über das Tierreich einsetzen? Ja. Okay. Dann, also ich weiß noch nicht, ob ich das mache, aber es wird halt sehr viele einzelne Viecher. Ich glaube nicht, dass sie das was bringt. Nee, das kann ich auch über Schwärme einsetzen. Also das habe ich ja auch schon mal über Fliegenschwarm eingesetzt. Ich würde es als Schwarmbewusstsein behandeln, ja. Alles klar, gut. Mir fehlen nur, dass ich das für später weiß. Also ich werde jetzt natürlich trotzdem erstmal die Wildnislebenprobe. Ne? Mir fehlen 15, aber ich habe viel Rüstung an. Hilft mir das? Nee, weil die SP verursachen beim Rausreißen. Beziehungsweise auch pro Stunde, je länger sie drin sitzen. Ich würde sagen, alle 7 Punkte, die euch fehlen, bekommt ihr ein Büschel Jagdgras. Und dann wird die falsche Probe geworfen. Also war Wettervorhersage. Verdammt. Es tut mir leid. Ich werfe nochmal. Nein, du kannst daran, dass es morgen regnet, abschätzen, dass das Jagdgras heute weniger aktiv ist in den unteren Schichten und kriechst es halt. So, Abel, mir hatte 19 Punkte, die ihm fehlen. Dementsprechend hast du 3 Büschel. Zulamin hat 3 Büschel. Jalan hat 3 Büschel. Rafim hat 1. Warte, hast du nicht gesagt pro 7? Pro 7, ja, genau. Pro 7, genau. Ja, pro genau. Angefangene 7. Ab der 8. bekommst du deinen zweiten. Ah, pro angefangene 7, okay. Ja, natürlich. Ein Punkt jeweils dann. Zählen Fertigkeitspunkte oder notwendige Erleichterung? Die notwendige Erleichterung. Ja, dann bei mir auch 1. Nee, 2. Warte, ach nee, ich kann nicht lesen, alles 10 gut. Punkte, die hier fehlen. Fertigkeitspunkte, aber du hast gesagt notwendige Erleichterung, da bräuchte ich eine 6. Ah ja, richtig. Ja, habe ich mir auch erst gedacht. Weil das Erschwernis über mein Talentwert geht. Ah, okay. Aber genau. Sind es dann nicht 2 bei mir? Ja, dann sehe ich das mich auch gerade. Ja. Das liegt einfach daran, dass eure Fertigkeitspunkte im Negativen dann abrutschen. Ja, daran liegt es genau. Gut. Okay. Ist es leichter, sie rauszuholen, wenn man das kernkundig ist? Jagdgras wird erst nachts gefährlich, wenn sich die Büschel auf den Opfern niederlassen, Wurzeln schlagen. Das Gift ist erst einmal schmerzlos, aber es fügt dir pro Stunde 2 SP zu. Beim Herausreißen einmal 1W6 SP, genau. Ja, kurz und schmerzlos rangepackt, rausgerissen an den Wurzeln. Wie gesagt, kriege ich weniger Schaden, wenn ich mal rasieren kann, ich bin. Nö. Kann man damit Heilkunde unten was dran machen? Bestimmt später, ja. Also hilft auch nicht, die rauszuprobieren. Das Tolle ist, das Jagdgras, beziehungsweise die Maraskanis nennen es Jarduzak, sieht fast so aus wie Würselkraut. Oh, ich krieg nur 4 Schaden, das ist in Ordnung. Ja, ich reiß es raus, weil ich Angst habe, dass es mir sonst irgendwann in den Gelenken der Rüstung hängen bleibt. Und das wäre unvorteilhaft. 8 Schaden, damit kann ich arbeiten.
Ja, Zulamin reagiert ein bisschen panisch, als sich dieses Zeug da an ihr festgesetzt hat und reißt es deswegen sehr ungeschickt heraus. Trinke ich einen Heiltrank? Ist halt der einzige. Ja. Na, warten wir es noch ab. Bereits nach 500 Metern kleben diese ekelhaften kleinen Gräser an euch, die sich auf euch abgesetzt haben, als ihr an ihnen vorbeigegangen seid. Alles ist voll mit ihnen, wie Parasiten oder wie Insekten. Eine lebende Intelligenz, lassen sie sich fallen oder klettern über euch hinüber, lassen ihre Wurzeln in euch reinhaken und erst als ihr dann wieder auf diese kleine, es ist keine Lichtung, aber diesen Trampelpfad seht und die Leichen der Piraten erkennt, wird euch gewahr, dass ihr schon mit dem Jagdgrasvolk lebt. Maraskan und Yandraskan ist unabdingbar. So reißt ihr es da auch noch aus und könnt euch dann die Piraten ansehen. Ihr solltet euch glücklich schätzen. Zu ihrer Hauptsaison sind sie sehr viel aggressiver. Noch aggressiver? Jagen in Rudeln. Weißt du, das Zeug kann einen ja töten. Hat es. Hat es.